Maximilian Stark, Der Wahnsinn in mir. Ein Hörspiel von Daniel Schiepe. Meine Zeit ist gekommen. Ich werde meine Mission fortsetzen, wie du es mir befohlen hast. Was? Ich soll aufbrechen? Das werde ich, wie du es mir befiehlst. Ich werde sie bestrafen, sie zur Strecke bringen, sie erlösen. Niemand wird mich aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Scharf muss es sein. Darf nicht rosten, nicht stumpf sein. Oh, meine Schöne ist erwacht. Hast du auch schöne Träume gehabt? Hast einen bösen Traum gehabt, ja? Willst du ihn mir erzählen? Nein, nichts willst du mir erzählen? Wie unhöflich, wie eingebildet, wie arrogant, wie all die anderen, genau wie all die anderen. Du bist die Nächste, mein neuestes Werk. Scharf ist es, ohne Rost, nicht stumpf. Deine Erlösung, jetzt ist sie gekommen. Ich wasche dich rein von all deinen Sünden. Ich erlöse dich von deiner Schuld, so wie es mir befohlen wurde. So wie er es mir befohlen hat. So wie er es immer befiehlt. Es ist ein kalter und windiger Januarmorgen. Das Ruhrgebiet ist mit einem Teppich aus Schnee und Eis bedeckt. Noch schläft Gelsenkirchen, die Stadt, die einst von Bergbau und Industrie gekennzeichnet war. Nur wenige haben sich in den frühen Morgenstunden nach draußen in die dunkle Kälte verirrt. So auch Maximilian Stark. Der junge Mann in den Mitzwanzigern ist auf dem Weg zu seiner Arbeit. Als Krankenpfleger einer psychiatrischen Klinik ist er aufgrund der Schichtarbeit leere Straßen in den frühen Morgenstunden gewohnt, ebenso die leeren Straßenbahnen in der Nacht. Doch als Pfleger hat er sich nie wirklich gesehen. Er pflegt keine kranken Menschen. Er gibt verrückten Insassen einer Klapse bunte Pillen, damit ihre Schreie und Klagen einem dumpfen und traumlosen Schlaf weichen können. So beschreibt er es zumindest, wenn er von seiner Arbeit spricht. Maximilian ist der Abteilung der forensischen Psychiatrie zugeteilt, eine Abteilung für die Behandlung und Unterbringung von psychisch kranken Straftätern. Oh Mann, schon kurz nach fünf. So ein Mist. Ich komme schon wieder zu spät. Die Alte wird ausflippen. Hey Max, da bist du ja. Mann, hau rein. Die Chefin hat schon nach dir gefragt. Shit. Und das am frühen Morgen. Sehen wir uns gleich, Chris? Ja, wir haben heute Dienst zusammen, also ich denke schon. Jetzt beeil dich. Ja, bin unterwegs. Maximilian eilt in das Büro der Klinikleitung. Dr. Richter ist eine zielstrebige und ehrgeizige Psychologin. Mit strengem Blick überwacht sie das Personal der Hans-Reinhardt-Nervenklinik und hat nur wenig Sinn für Humor und schon gar keinen für flüchtige Ausreden. Als Maximilian die Tür zum Büro öffnet, sitzt die Klinikleiterin wie die Direktorin eines Schülerinternats hinter ihrem Schreibtisch. Guten Morgen, Frau Dr. Richter. Ich... Herr Stark, das ist das zweite Mal in dieser Woche und schon das dritte Mal in diesem Monat. Es tut mir wirklich leid, aber die Straßenbahn... Hatte wie immer Verspätung. Verschonen Sie mich damit. Ich erwarte Pünktlichkeit von meinem Personal. Wir haben Pflichten unseren Patienten gegenüber und klare Regeln. Daran haben auch Sie sich zu halten. Ja, es kommt nicht mehr vor, schätze ich. Wie dem auch sei. Sie sind eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier. Ich habe mir den Schichtplan für diese Woche angesehen und Ihre Anfrage für den Schichtwechsel morgen. Dem kann ich leider nicht zustimmen. Aber ich habe das schon abgeklärt. Chris,
Ich meine, Herr Wendt, wird meine Schicht übernehmen und ich mache dann... Das spielt dann keine Rolle. Ich kann Sie nun mal nicht entbehren. Sie wissen doch, dass wir, wie die meisten Kliniken, unter Personalmangel leiden und gerade in der Forensik alle Hände voll zu tun haben. So ist das nun mal. Das ist mir bekannt. Aber ich habe schon lange keinen freien Tag mehr gehabt und... Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Es geht hier nicht um Sie, sondern um unsere Patienten. Sie sind hier nicht in der Lage, etwas zu wollen oder sich eigenständig darum zu kümmern. Das ist und bleibt meine Aufgabe. Ich wollte aber, das habe ich schon lange geplant. Wie gesagt, ich brauche Sie hier. Morgen bekommen wir einen Neuzugang und damit werden wir alle Hände voll zu tun haben. Sie haben es vielleicht schon im Radio gehört. Also, das wäre es dann, Herr Stark. Wütend macht Maximilian auf dem Absatz kehrt und stampft aus dem Büro. Zuerst will er seinem Frust nachgeben und die Tür knallen lassen. Aber dann entscheidet er sich doch lieber, es nicht zu tun. Enttäuscht schlüpft er in seine Arbeitskleidung, schließt seine Sachen in dem Gemeinschaftsraum ein und beginnt seine Schicht. Und? Was wollte die Alte? Ach, die Schrulle kann mich mal. Das mit dem freien Tag morgen kann ich vergessen. Echt jetzt. Die hat was gegen mich. Du weißt doch, wie die ist. Noch von der ganz alten Schule. Und du bist nicht gerade der Musterknabe auf der Station. Ja genau, fall du mir auch noch in den Rücken. Wirklich nett. Reg dich nicht auf, weißt du doch selber. Hier, das Übergabeprotokoll. Mach dich auf was gefasst. Sedieren, ruhig stellen, Dosis erhöhen, noch einmal sedieren und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist denen egal. Wer hier landet, der ist schon bestraft genug. Kannst du laut sagen. Einmal hier, immer hier. Manchmal würde ich mich selbst gerne einliefern lassen, ein paar Pillen schlucken und dann nichts mehr denken müssen. Mann, Max, das kaufe ich dir sogar ab. Sei lieber froh, dass dein Hirn noch richtig funktioniert. Hier eingesperrt zu sein, ist doch echt das Letzte. War ja nur Spaß. Ich mach da mal meine Runde. Die Alte hat schon angedroht, dass morgen wichtiger Nachschub kommt. Mach das. Wir sehen uns nachher in der Pause. Chris hat keine Ahnung, wie ernst es Maximilian gewesen ist. Wie oft stand er schon minutenlang vor dem Medikamentenschrank und starrte auf die Beruhigungsmittel. Valium, Promethazin, Doxepin. Wie leicht wäre es gewesen, einfach ein paar Tabletten aus dem Vorrat zu nehmen. Wie oft hat er schon den Wunsch verspürt, einfach nur zu schlafen und endlich diese markerschütternden Schreie der Patienten nicht mehr hören zu müssen. Die Nachtschichten sind das Schlimmste. Immer wenn es um ihn herum leiser wird, werden die Stimmen der Insassen lauter. Und sie kommen immer wieder. Was muss ein Mensch mitgemacht haben, dass er sich so verändert? Welche Schmerzen muss man erleiden, wenn man tagtäglich, Stunde für Stunde, Minute für Minute, nicht mehr Herr seiner Sinne ist? Was ist eigentlich mit heute Abend? Bierchen trinken oder hat deine Freundin andere Pläne für dich? Bianca? Ich glaube wohl eher nicht. Läuft gerade nicht so gut. Keine Zeit und so. Der Job frisst einen irgendwie auf. Habt ihr Stress? Ach, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Es ist nur, es kotzt mich im Moment einfach alles an. Der Job, keinen freien Tag. Ach, keine Kohle. Verstehe. Das wird schon wieder, wirst sehen. Vergiss den ganzen Scheiß hier einfach mal. Wir alle brauchen Abstand zu dem, was hier abgeht. Ja, kann sein. Na komm, die Schicht ist noch nicht rum. Einige Stunden später. Müde sitzt Maximilian in der überfüllten Straßenbahn. Mit dem Kopf an das Fenster gelehnt, beobachtet er die beschäftigten Menschen auf der anderen Seite der Scheibe. Wie schnell sie an ihm vorbeirennen. Irgendwohin. Es schneit immer noch und die Schneeflocken tanzen wild umher und treffen lautlos auf die Glasscheibe. Seine Gedanken wandern zu Bianca, seiner Freundin. Sie sehen sich immer seltener und ein Gefühl der Einsamkeit beschleicht ihn. Er liebt sie wirklich, nur scheint es ihm nie zu gelingen, das auch richtig auszudrücken. Zu Hause angekommen, schaltet er den Fernseher ein und nimmt sich etwas zu trinken aus dem Kühlschrank. Schwer fällt er auf das Sofa und starrt reglos auf den grell flimmernden Bildschirm. Wurde gestern gegen Mitternacht der mutmaßliche Täter der Serienmorde im Ruhrgebiet verhaftet. Der Verdächtige soll für die Ermordung von mindestens 7 jungen Frauen verantwortlich gewesen sein, die in den letzten 3 Monaten verübt wurden. Als Tatwaffe wurde immer ein Jagdmesser benutzt, weshalb man den Täter auch den Spitznamen der Jäger gegeben hatte. Über den momentanen Verbleib des... Mann, da draußen ist es auch nicht besser. Am nächsten Tag in der Klinik. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, die laufen hier alle wie aufgeschreckte Hühner rum. Pfleger, hierher! Herr Stark, das gilt auch für Sie. Na los, komm! Bin unterwegs! Wir müssen ihn festhalten! So helfen Sie doch! Ich kann ihn nicht halten! Vorsicht, sein Kopf! Stopft ihm doch einer mal das Maul! Herr Stark, holen Sie endlich das Beruhigungsmittel! Na los! Maximilian eilt los, um die Injektion vorzubereiten.
Nervös öffnet er das kleine Fläschchen, füllt die Kanüle mit der klaren Flüssigkeit und läuft den Flur wieder hinunter, um dem immer noch fixierten Neuankömmling die Injektion zu setzen. Ach, machen Sie schon schnell! Beeil dich, Mann! Er dreht hier völlig ab! Verdammt, ja, ich mach ja schon! Wild schlägt der Patient um sich, versucht die Fixierung zu sprengen und schreit dabei, als würde ihm jede Bewegung unendliche Schmerzen bereiten. Tiefe Schürfwunden bluten an seinen Handgelenken. Die Pfleger haben wahrhaft Schwierigkeiten, den Patienten auf die Trage zu pressen. Schwitzend und vor Anstrengung stöhnend kämpfen sie jeden Angriff des Mannes nieder. Jetzt! Rasch! Ich kann ihn nicht behalten! Warte gleich! Moment! Maximilian greift nach dem fixierten Arm des Patienten und setzt hastig und mit zitternder Hand die Nadel an. Sein Blick trifft auf den des Patienten. Voller Furcht sieht er in die Augen des Mannes mit dem kahlen Kopf. Ein kleiner Augenblick und er ist wie gebannt von diesem hasserfüllten Ehrenblick. Dunkle Augen glotzen ihn an. Unbarmherzig scheint sich der Blick durch Maximilians Gesicht zu fressen. Noch bevor das starke Beruhigungsmittel die Spritze verlässt, geschieht es. Der Wahnsinnige formt seine Lippen, um zu sprechen. Du kannst es sehen. Du siehst mich. Siehst ihn. Du hältst mich nicht auf. Wie erstarrt hört Maximilian auf die gezischten Worte des Mannes. Dann wird der Blick glasig, die Lider schlaff, die Arme schlapp und die Beine hören auf, krampfhaft zu zappeln. Der Mann verdreht die Augen, bis nur noch das Weiß zu sehen ist. Dann ist es vorbei. Fuck, was war das denn? Herr Stark, Herr Wendt, bringen Sie ihn in die Zelle. Ich dachte, der reißt mir die Arme ab. Was ist denn passiert? Unachtsamkeit, das ist passiert. Er konnte sich wohl bei der Überführung losreißen und die Polizisten überwältigen. Man konnte ihn jedoch wieder einfangen. Ein Pfleger von uns ist allerdings schwer verletzt. Den Rest haben Sie ja selbst miterlebt. Würden Sie dann unseren Neuzugang endlich in seine Zelle bringen? Komm, Chris. Hilf mir, ihn auf die Trage zu legen. Wir bringen den Typen in sein neues Zuhause. Mann, so einen Durchgedrehten habe ich noch nie erlebt. Der hat ja Bärenkräfte. Was ist Max? Max? Was? Ach, nix. Ich bin nur etwas erschrocken, das ist alles. Der hat dich ja auch ganz schön lange in die Mangel genommen. Was hat er gesagt? Nichts. Nichts, was einen Sinn ergibt. Ist ja auch egal. Was haben die Verrückten auch schon zu sagen? Wenn doch. Ich meine, wenn sie doch etwas zu sagen haben und wir einfach nur nicht hinhören. Wenn es doch einen Sinn ergeben würde. Hast du dich am Medizinschrank bedient oder was? Nimm mal im Ernst. Was ein Knall, echt Max. Kann sein. Ist doch scheißegal. Vergiss es. Keine Sorge, schon geschehen. Weißt du eigentlich, wie der Typ heißt? Ich konnte einen Blick auf die Einweisung werfen, mit der Dr. Richter hier herumgefuchtelt hat. Der Typ heißt Albert Manning. Albert? Ernsthaft? Ja, das stand auf dem Formular. Mehr konnte ich auch nicht erkennen. Was meinst du? Ist das der Typ aus den Nachrichten? Dieser Jäger? Das würde zumindest die Polizeiaktion erklären. Dann hätten wir hier aber ein echtes Schwergewicht. Immerhin soll unser Albert 7 Frauen erledigt haben und das sind nur die, die man gefunden hat. Tja, ein waschechter Serienkiller. Der fehlte uns ja auch noch. Auf jeden Fall bekomme ich bei dem Typen eine Gänsehaut vom Feinsten. Wie der mich angestarrt hat und... Und was? Ach, nix. Der Kerl ist einfach zum Fürchten. Die Schicht von Maximilian und seinem Freund Christian Wendt neigt sich dem Ende zu. Der Rest des Tages verläuft ohne weitere Zwischenfälle. Chris hat noch etwas zu erledigen. Und so macht sich Maximilian schon auf den einsamen Heimweg in seine kleine Wohnung in der Nähe der Trabrennbahn. Als er die Straßenbahn verlässt, hat er für einen kurzen Moment das Gefühl, jemand würde ihn verfolgen. Aber als er sich umsieht, ist da nichts als kalte Leere. Nur ein Hirngespinst. Wer sollte da schon sein? Er ist gerade angekommen, als sein Handy klingelt. Hallo? Max, wo bist du? Hast du schon gehört? Alter, beruhig dich erst einmal. Was ist denn los? Der Typ, dieser Albert, der Jäger. Albert? Ja und? Mann, der ist weg, ausgebrochen. Was? Ausgebrochen, ja. Hier ist ein Chaos, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Alte ist voll aus dem Häuschen. Wie? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Ich wollte gerade abhauen, da ging der Alarm los. Alle rannten durcheinander und dann hörte ich nur, dass ein Pfleger schwer verletzt sei. Ich fasse es nicht. Der Typ rennt jetzt hier wieder frei rum. Und die Polizei? Ja, die sind schon auf der Suche. Allerdings hat Manning auch einen Transport. Der ist ja schon... Was ist der schon? Chris, hallo? Die Verbindung ist gerade schlecht. Was ist der schon? Ich sagte, der ist schon vor einer halben Stunde entkommen. Kurz nachdem du weg bist. Ach du mein... Oh, du hast ihn gesehen, oder? Du hältst mich nicht auf. Du nicht. Er gehört zu mir. Er spricht zu mir. Zu mir allein. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich schneid dir seinen Namen ins Fleisch.
Nein! Du hältst mich nicht mehr auf. Max? Bist tot. Max, alles in Ordnung? Was ist da los? Max, was ist passiert? Sag doch was! Maximilian! Ich bin wieder bereit für meine Mission. Bereit, eine neue Seele zu retten. Gleich bist du frei und kannst endlich zu ihm. Er erwartet dich. Er erwartet dich so sehnsüchtig. Er empfängt alle Seelen, die ich ihm bringe. Scharf muss es sein. Darf nicht rosten. Nicht stumpfen. Ich erlöse dich von deiner Schuld, so wie es mir befohlen wurde. So wie er es mir befohlen hat. So wie er es immer befiehlt. Die nächste Seele wartet schon. Was ein Albtraum. Schon seit mehreren Tagen ist Maximilian im Marienhospital untergebracht. Knapp ist er dem Tod entkommen. Nur wenige Sekunden war die Nulllinie zu hören, als er wieder zu den Lebenden zurückgeholt wurde. Ein künstliches Koma war seine Rettung. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Statt der Linderung seiner Schmerzen plagen ihn düstere Träume. So auch wieder in der letzten Nacht. Aber bevor er sich in wirren Gedanken verliert, klopft es an seiner Tür. Guten Morgen, Herr Stark. Offensichtlich geht es Ihnen schon viel besser. Das ist sehr erfreulich. Und wer sind Sie? Mein Name ist Brackmann. Ich bin Kommissar bei der Kriminalpolizei und für die Fahndung nach Albert Manning zuständig. Okay. Man hat mich informiert, dass Sie bald das Krankenhaus verlassen und nach Hause dürfen. Das freut mich natürlich, allerdings hätte ich da noch ein paar Fragen an Sie. Fühlen Sie sich dazu in der Lage, Herr Stark? Ich schätze schon. Aber wenn es um Manning geht, kann ich Ihnen nicht viel sagen. Jede Information kann nützlich sein. Ist Ihnen irgendetwas in Erinnerung geblieben? Hat er etwas zu Ihnen gesagt? Ich hatte nach der Befragung von Frau Dr. Richter und ihrem Arbeitskollegen Herrn Wendt den Eindruck, dass Manning sie nicht ganz zufällig überfallen hat. Nicht ganz zufällig? Herr Stark, ich suche nach Antworten. Manning hätte einfach fliehen können. Aber er hat sich entschieden, seinen Vorsprung nicht zu nutzen und ihnen zu folgen. Das glauben wir zumindest. Die Frage ist, warum er das getan hat. Warum? Weil der Kerl vielleicht irre ist? Was weiß ich? Hat er noch etwas zu Ihnen gesagt? Ihr Arbeitskollege war sich nicht sicher, ob und was er gehört hat. Können Sie sich erinnern? Ich kann mich an sein Messer erinnern, an seine eiskalten und verrückten Augen und an, na, das, was er eben mit mir gemacht hat. Herr Stark, ich wollte Sie nicht aufregen, aber wir haben immer noch keine Spur von ihm und daher kann alles wichtig sein, was wir über diesen Abend erfahren können. Also wenn Ihnen noch etwas einfällt, hier ist meine Karte. Ja, danke, ich werde mich melden. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Besserung und danke für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Keine Spur. Na, großartig. Und ich war mit Sicherheit eine Riesenhilfe. Hä? Hat der Bulle noch was vergessen? Hey, mein Schatz, wie geht's dir? Bianca, schön, dich zu sehen. Wie soll es mir schon gehen? Ich war schon vor Tagen hier, aber du hast geschlafen und man wollte mich nicht zu dir lassen. Tut mir leid. Das macht nichts. Jetzt bist du ja hier. Ich dachte schon, ich würde dich nicht mehr wiedersehen. Das dachte ich auch, glaub mir. Aber es ist alles nochmal gut gegangen. Du siehst immer noch müde und fertig aus. Hast nicht gut geschlafen, oder? Na, nicht wirklich. Diese Träume machen mir echt zu schaffen. Träume? Was für Träume? Erzähl's mir. Ach, nichts weiter. Albträume eben. Muss wohl alles erst noch verarbeiten, schätze ich. Hast du schon was von diesem Kerl gehört, der dich, ich meine... Von Albert Manning, dem Serienkiller, der es auf mich abgesehen hatte? Nee, nichts. In den Nachrichten habe ich nichts gehört und hier kann man mir auch nichts sagen. Aber ein Polizist, Backmann oder so, der hat gerade mit mir gesprochen. Aber leider auch da nichts Neues. Kommissar Brackmann, ja. Er hat auch schon mit Chris gesprochen. Allerdings konnte der nicht viel erzählen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Naja, den Umständen entsprechend.
Die Ärzte wollen mir nichts sagen, aber weißt du schon, wann du hier raus kannst? Noch vor dem Wochenende. Wenn ich will, schon morgen. Ich soll mich aber noch schonen. Das heißt, in der Anstalt muss man erst einmal ohne mich auskommen. Das macht nichts. Etwas Ruhe tut dir gut. Das ist vielleicht für uns beide ganz gut. Hör mal, ich meine, es tut mir leid, weißt du? Die Arbeit und das alles. Ich habe irgendwie den Fokus verloren. Du musst gar nichts erklären. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Ich bin nur froh, dass wir hier zusammensitzen können. Ich auch. Da fällt mir ein, kann ich wieder in meine Bude? Ich habe diesen Bartmann gar nicht danach gefragt. Mach dir keine Sorgen, ist alles wieder in Ordnung. Du kannst aber auch zu mir kommen, wenn du magst. Das ist kein Problem. Danke, ich komme vielleicht darauf zurück. Aber ich denke, ich komme erst einmal klar. Wie du meinst, ich bin da, wenn du mich brauchst. Am nächsten Tag entscheidet sich Maximilian, das Krankenhaus doch zu verlassen und heimzukehren. Mit gemischten Gefühlen betritt er das Treppenhaus und bleibt vor seiner Wohnungstür stehen. Noch einmal ziehen die Ereignisse in seinen Gedanken an ihm vorbei, als er sich ruckartig umdreht. Doch da ist niemand. Er ist alleine. Schweren Herzens öffnet er die Tür und tritt ein. Nach einer Weile hat er alle Räume inspiziert, öffnet ein Fenster und atmet die frische Luft ein. Dann setzt er sich auf sein Sofa, schaltet den Fernseher ein, holt sein Smartphone hervor und wählt die Nummer von Chris. Hallo Max, du bist aus dem Krankenhaus raus? Ja Mann, gerade eben. Bist du noch in der Klinik? Na klar, und die Alte ist noch mieser drauf als sonst. Aber das kann dir im Moment egal sein. Ich wette, du sollst dich noch schonen, stimmt's? Ich soll noch nicht arbeiten, aber gemäßigten Spaß haben darf ich. Was meinst du? Sehen wir uns heute Abend auf ein Bierchen? Das geht klar. Stammkneipe? Stammkneipe, was sonst? Da kann ich da mal wieder... Warte mal kurz. Die Polizei steht in der Kritik, bei der Überführung von Albert Manning nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen zu haben. Umso bestürzter sind die Familienangehörigen der 20-jährigen Nadja aus Essen, die man gestern Abend tot in einem Waldgebiet nahe dem Waldener See gefunden hat. Die Tatwaffe war ebenfalls ein Jagdmesser und erste Vermutungen lassen auf einen weiteren Mord des Serientäters schließen. Eine Bestätigung seitens der Polizei gibt es noch nicht, dennoch mahnt die Behörde die Bevölkerung zur Vorsicht und fordert weiterhin auf, sachdienliche Hinweise direkt an die Bevölkerung. Ach du Scheiße! Was ist los? Ich konnte nichts verstehen. Dieser Irre hat wohl wieder zugeschlagen und ein Mädchen abgestochen. Was? Hier in Gelsenkirchen? Nee, in Essen. Hör mal, ich muss auflegen. Den Rest erzähle ich dir später, wenn wir uns sehen, okay? Welchen Rest? Alles in Ordnung bei dir? Alles in Ordnung. Wir sehen uns dann später. Hey Max, da bist du ja. Komm, setz dich. Ich hab schon zwei Bier bestellt. Hi Chris, schön dich zu sehen, Alter. Finde ich auch. So, jetzt erzähl mal, was eigentlich los ist. Du hast mir vorhin einen riesigen Schrecken eingejagt. Ach, eigentlich ist gar nichts los. Die Nachrichten haben mich nur etwas nervös gemacht. Ich muss das nur alles mal auf die Reihe kriegen. Mach dich mal nicht verrückt. Das, was du erlebt hast, steckt man nicht einfach so weg. Schon klar, aber ich glaube, das ist es nicht. Was meinst du? Jetzt sag schon, was los ist. Ist einfach so ein Gefühl und dann noch diese Träume. Träume? Du meinst Albträume. Alter, ich fürchte, das ist normal bei dem, was du erlebt hast. Mann, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut. Das meine ich nicht. Als ich im Koma lag, also, ich hatte da diese Träume. Ich habe ihn gesehen. Verstehst du? Ob ich verstehe? Klar verstehe ich. Du hast Hannibal Lecter überlebt und das hinterlässt bleibende Eindrücke. Blöd, Mann. Das fühlte sich einfach nur echt an. Keine Ahnung. Ich bin halt etwas durcheinander. Und dann noch die Nachrichten heute Morgen. Hey, mach dir mal keinen Kopf. Die Bullen werden den Mistkerl schon finden. Das mit dem Mädchen war ein Zufall, wenn auch ein schlimmer. Nichts weiter. Wahrscheinlich hast du recht. Mir wäre nur wohler, wenn sie diesen Jäger endlich schnappen würden. Kann ich dich dazu noch was fragen? Schieß los. Ich konnte damals am Telefon nicht viel verstehen. Der Empfang war so schlecht. Ja, und? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte schwören können, dass Manning noch was zu dir gesagt hat. Kannst du dich daran erinnern? Genau das hat mich der Kommissar auch gefragt. Gestern im Krankenhaus, meine ich. Brackmann? Der war auch bei mir. Und, was hast du ihm gesagt? Na was schon, dass ich mich nicht erinnern kann. Ist das so? Was soll denn die anmache? Max, ich und Bianca haben uns einfach Sorgen gemacht. Kapierst du das nicht? Ich hatte schon damals in der Anstalt das Gefühl, dass dieser Albert es irgendwie auf dich abgesehen hatte. Was bitteschön sollte ich dem Bullen denn erzählen? Was hat Manning zu dir gesagt? Ach, er hat etwas davon geplappert, dass ich es auch sehen kann und dass ich ihn nicht aufhalten kann. Krass! Genau, krass. Und den Scheiß wollte ich dem Bullen eben nicht erzählen. Dann kann ich mich ja auch gleich selbst einweisen lassen. Und da wunderst du dich, dass dir dieser Wahnsinnige im Kopf herumspukt? Glaube mir, auf diese Träume kann ich absolut verzichten. Auf die Sorgen tue übrigens auch. Was hast du jetzt vor? Ich werde die Nacht wohl bei Bianca verbringen. Klingt nach einem guten Plan. Darauf trinke ich einen. Prost! Prost!
Später am Abend in der Wohnung von Bianca Sperling. Gemeinsam sitzen die beiden beim Abendessen. Maximilian hat zum ersten Mal, seitdem er das Krankenhaus verlassen hat, das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Du bist so still, alles okay? Natürlich, von dem Gespräch mit Chris hatte ich dir ja erzählt. Ja, hast du. Er macht sich eben auch Sorgen. Allerdings auf seine Weise. Und, bleibst du über Nacht? Dann würde ich mich sicherer fühlen. Das hatte ich vor. Du machst mir dennoch einen nachdenklichen Eindruck. Was geht in deinem Kopf vor? Diese Träume lassen mir einfach keine Ruhe. Ich muss ständig darüber nachdenken. Du musst das alles erst einmal verarbeiten. So schnell geht das eben nicht. Das wird schon vorübergehen. Das kann ich nur hoffen. Wirst du der Polizei davon erzählen? Dieser Brackmann scheint doch ganz okay zu sein. Findest du nicht? Was würde es nützen? Jeder Psychologe würde es als irgendein Trauma, posttraumatischen Stress oder sonstigen Quatsch abstempeln. Dass dieser Serienkiller eine gehörige Delle in der Bimmel hat, dürfte auch so offensichtlich sein. Sie werden ihn schon kriegen und wegsperren. Immerhin werden seine Opfer gefunden und irgendwann hinterlässt auch er eine Spur. Er will offenbar, dass man sie findet. Hast du daran schon gedacht? Was würde ihm das bringen? Ach, keine Ahnung. Aufmerksamkeit? Wer weiß schon, was in den Köpfen von solchen Verrückten abgeht. Ich mache den Job schon eine ganze Weile, aber verstehen kann ich sie nicht. Auch wenn man ganz genau hinhört. Wie meinst du das? Ach, nichts. Es ist schon spät und ich bin müde. Was meinst du? Ab ins Bett? Es ist weit nach Mitternacht. Maximilian schläft. Die Bilder kommen wie gleißend helle Fotografien in seinen Kopf geschossen. Mal völlig klar, dann wieder verschwommen. Ein schwarz-weißes Rebus, umhüllt von wabernden Schatten, die nach allem greifen, was sich in ihrer Nähe bewegt. Fremde Augen glotzen gegen das alte Mauerwerk. Stählerne Träger versperren die Sicht. Es ist eng, nass und kalt. Etwas wird auf den Boden gelegt. Ein sich windend verschnürtes Etwas versucht, den Kokon aus verschmutzten Leinen zu durchbrechen. Die Augen starren nun auf den Leinensack und die Beute darin. Du brauchst dich nicht zu wehren. Alles ist gut. Alles ist so, wie es sein muss. So, wie er es will. Hier bist du sicher. Hier findet dich niemand. Schau her. Du darfst dich hier hinsetzen. Ich habe einen Stuhl für dich. Nur für dich. Freust du dich? Die Bilder rasen schnell an Maximilian vorbei. Grelles Licht macht ihn für Sekunden blind. Dann ein neuer Schwall Bilder. Die Augen blicken im Dunkeln auf ein turmartiges Gebäude. Zahlreiche Lichter illuminieren den Turm, sodass er auf dem Dach ein Gesicht erkennen kann. Eine Gestalt. Größer als je ein Mensch sein kann. Wie in Stein gehauen starrt das bärtige Gesicht gen Norden. Einarmig wie ein groteskes Kunstwerk steht es da auf dem Dach. Niemand weiß es. Niemand darf es wissen. Du sollst ihr Wächter sein. Töte sie alle. Fuck. Wann hört dieser Scheiß denn endlich auf? Am nächsten Morgen sitzen Maximilian und Bianca beim Frühstück. Niemand sagt ein Wort. Bianca spürt, dass die gestrige, noch gute Stimmung die Nacht nicht überstanden hat. Du hattest heute Nacht wieder einen Traum, oder? Wir träumen alle mal. Ab und an ist auch ein Albtraum dabei. Keine große Sache. Das hörte sich aber anders an. Immerhin bist du davon wach geworden. Ist das jetzt so wichtig? Ich mache mir eben Sorgen. Mein Gott, ich bin kein kleines Kind mehr. Was ist denn los? Was los ist? Alle machen sich Sorgen wegen mir. Das ist los. Gestern war doch noch alles in Ordnung. Dann wachst du mitten in der Nacht auf und jetzt darf man dir keine Fragen mehr stellen? Das habe ich nicht gesagt. Sorgen soll ich mir aber auch keine machen. Selbst wenn ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Was erwartest du denn? Ich habe beschissen gepennt. Da muss man doch kein Drama draus machen. Drama? Wenn doch alles okay wäre, würdest du mich doch nicht so anmachen. Du hast doch damit angefangen. Was willst du hören? Ich hatte einen Albtraum, bin aufgewacht. Na und? Ist dir bestimmt auch schon passiert. Ja, aber mich hat bisher auch kein verrückter Serienkiller zu Hause besucht und fast umgebracht. Dann ist das ja auch nicht dein Problem, oder? Das ist mir zu blöd. Ich muss zur Arbeit. Ach, Bianca, warte jetzt. Bianca, warte. Bianca! Ach, scheiße. Das habe ich ja wieder fabelhaft hinbekommen. Ich komme diesen Mistkerl einfach nicht aus meinem Kopf.
So kann es auf keinen Fall weitergehen. Ob ich mal diesen Kommissar anrufe? Vielleicht haben sie ihn ja schon erwischt. Wo habe ich denn seine Karte? Ah, hier. Brackmann? Kommissar Brackmann? Ja, wer ist denn da? Ich, Maximilian. Maximilian Stark. Wissen Sie noch? Herr Stark? Wie geht es Ihnen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell von Ihnen höre. Ist Ihnen noch etwas eingefallen? Hallo, eigentlich nicht, nein. Ich wollte mal nach dem Stand der Dinge fragen. Wir arbeiten daran, Herr Stark. Verlassen Sie sich darauf. Leider kann ich Ihnen noch nichts Neues berichten. Keine Spur von Manning? Wir bekommen ständig Hinweise, denen wir nachgehen müssen. Die Bevölkerung ist sozusagen in Alarmbereitschaft. Aber es geht nun mal nicht so schnell, wie es alle gern hätten. Daher wäre ich auch sehr dankbar, wenn Ihnen vielleicht doch noch etwas einfällt, was uns weiterhilft. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht mit dienen. Ich drehe nur langsam durch, schätze ich. War wohl eine dumme Idee, Sie zu stören. Keineswegs, Herr Stark. Das ist nur verständlich. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir arbeiten in einer Sonderkommission an dem Fall. Wir schnappen uns den Kerl und dann erwischt er uns nicht mehr. Gab es denn noch ein Opfer? Sie verstehen hoffentlich, dass ich über laufende Ermittlungen nicht einfach so plaudern kann. Es gibt zwar eine Vermisstenmeldung, aber wie schon erwähnt, ist die Bevölkerung gerade etwas übervorsichtig. So etwas kommt leider öfter vor, aber das soll nicht Ihr Problem sein. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Da will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Kein Problem, Herr Stark. Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich an, okay? Okay, bis dann. Na spitze, das hat's ja gebracht. Enttäuscht fährt Max in seine Wohnung. Die Anspannung der vergangenen Ereignisse hinterlässt ihre Spuren. Die Gefahr von Albert Manning immer noch fast vor der Haustür, der Streit mit seiner Freundin Bianca, die wenige Ablenkung und die schlaflosen Nächte, all das zehrt erbarmungslos an Maximilians Nerven. Selbst als sich sein Freund Chris zum Abend für einen Krankenbesuch angekündigt hat, kann ihn das nur wenig aufmuntern. Hallo Chris, komm rein. Mann, ist das kalt draußen. Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Und, wie war dein Tag? Ja, hör mir bloß auf. Im Moment sind die Patienten schwer vom Personal zu unterscheiden. Ich habe irgendwas wegen einer polizeilichen Untersuchung mitbekommen. Dieser Kommissar war auf jeden Fall sehr oft bei Dr. Richter zu Besuch. Das kann die Alte sicherlich gut gebrauchen. Gibt's denn was Neues? Keine Ahnung, ich denke eher nicht. Aber die sagen uns eh nichts und fragen werde ich ganz bestimmt nicht. Was ist mit dir? Wenn ich das mal sagen darf, du siehst furchtbar aus. Ja, danke. Genauso fühle ich mich auch. Wo ist eigentlich Bianca? Sollte sie nicht an deinem Bettchen sitzen und dich gesund pflegen? Naja. Was? Ich denke, wir haben uns gestritten, schätze ich. Das ist nicht dein Ernst. Worum ging es diesmal? Was soll das denn heißen? Lenk nicht ab. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Das war, also, ich wollte... Komm auf den Punkt. Was hast du angestellt? Wieso ich? Max, ich kenne dich. Diese ganze Sorgennummer geht mir einfach gehörig auf den Sack. Ich habe ihr gesagt, dass ich kein kleines Kind mehr bin und auch nicht so behandelt werden muss. Dann ist sie zur Arbeit gegangen. Heute Morgen? Ja. Sie hat sich Sorgen gemacht, natürlich völlig unbegründet und du hast eine Ansage gemacht. Verstehe ich das richtig? Drastisch verkürzt, aber ja. Du bist aber auch ein Vollpfosten. Ist dir eigentlich klar, wie sehr sie gelitten hat, als du fast verreckt bist? Sie durfte dich tagelang nicht sehen, hätte dich beinahe verloren und will einfach nur für dich da sein. Ich hab's doch schon kapiert, Mann. Naja, so ganz unbegründet war es dann doch nicht. Mensch, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist passiert? Kannst du dich noch an unsere Unterhaltung in der Kneipe erinnern, als ich dir von diesen Träumen erzählt habe? Ich denke schon. Was genau meinst du? Die ganze Zeit frage ich mich, ob es einfach nur Träume sind oder doch was anderes. Was anderes als Albträume? Und was soll das sein? Genau. Was? Ich hatte dir ja erzählt, dass sie sich echt anfühlen. Ich kann es nicht genau beschreiben. Du meinst sowas wie eine Vision? Ja, genau, Vision. Du willst mich verarschen. Was? Nein, das ist mein Ernst. Mann, das hat dich aber schwerer erwischt, als ich dachte. Quatsch nicht. Das ist mir wichtig und ich komme mir schon blöd genug vor. Das kannst du mir glauben. War das auch der Grund für euren Streit? Nicht direkt. Ich wollte ihr nichts davon erzählen, weil ich mir wie ein Idiot vorgekommen bin. Hattest du denn wieder einen Albtraum oder eben eine Vision? Schätze schon, ja. Lass mal hören, ich bin gespannt. Ach, verarschen kann ich mich selbst. Wir können es auch einfach bleiben lassen. Jetzt komm mal wieder runter und erzähl's mir einfach, okay? Ja, schon gut. Da war eine Industrieanlage. Keine Ahnung wo. Sah verlassen und alt aus. So eine Art Keller. Eine Frau war an einem Stuhl gefesselt. Dann kam dieser Manning. Glaube ich zumindest. Der redete irgendein wirres Zeug. Okay, und wo bist du dabei? Ich? Gar nicht. Ich sehe es einfach. Was heißt das, du siehst es einfach? Schaust du von oben herab, oder wie? Nein, eigentlich sehe ich das aus seiner Perspektive. So, als wärst du Albert Manning? Genau, ja. Und das ist alles?
Nicht ganz. Da war noch eine andere Person. Plötzlich war ich draußen auf einem großen Platz oder einem Feld. Und diese Person starrte in die Ferne. Die war gigantisch und hatte nur einen Arm. Ich dachte erst, der abgetrennte Arm würde daneben liegen. Aber es könnte auch was anderes sein. Warte mal, sowas wie eine Keule. Ja, eine Keule oder Prügel. Ach, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Im Ernst? Hatte diese Person einen riesigen Kopf und stand auf einem Dach? Ja, der Kopf war riesig. Woher weißt du das? Mensch, Max, etwas Heimatkunde täte dir gut. Das ist der Herkules von Gelsenkirchen. Das ist eine riesige Skulptur auf dem Dach der Zeche Nordstern. Echt? Bist du sicher? Nach deiner Beschreibung wäre das durchaus möglich. Ich war damals bei der Eröffnungsfeier dabei und ich habe ein Foto davon bei mir in der Bude hängen. Nordsternpark? Aber natürlich! Und war es auch Nacht in deinem Traum oder warst du am Tag da? Es war in der Nacht. Dann wäre es kein Wunder, dass sich dort niemand herumgetrieben hat. Das ergibt Sinn. Ist dennoch eine schräge Story. Das bezweifle ich auch nicht. Könnte dennoch gerne darauf verzichten. Das klingt für mich alles nach einem klassischen Albtraum, gemischt mit Dingen aus deiner Umgebung, die du kennst. Das macht es vielleicht auch so realistisch. Sprach Dr. Psycho. Hey, du kennst doch das Geschwätz vom Psychologen. Verzerrte Wahrnehmung, posttraumatische Belastungsstörung, Angstzustände und so weiter. Vielleicht steigere ich mich doch zu sehr da rein, wenn sie diesen Irren endlich mal schnappen würden. Das ist eine Frage der Zeit. Lange wird er den Bullen nicht mehr entkommen. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Zwei Tage später. Es ist Nacht. Ich habe es dir ja gesagt. Ich finde sie alle, so wie du es mir befohlen hast. Ich finde sie alle. Ich bestrafe sie alle. Ich befreie sie alle. Scharf muss es sein. Darf nicht rosten. Keine Angst. Bald bist du frei. Dann bist du erlöst. Was? Ja, mein Herr? Ich soll es tun? Ich soll es jetzt tun? Aber es ist noch nicht so weit, noch nicht. Wie du befiehlst, sie muss bestraft werden. Ihre Seele soll frei sein. Noch nicht so weit, noch nicht so weit. Darf nicht rosten, darf nicht stumpf sein. Scharf soll es sein. Noch nicht so weit. Er hat es befohlen. Jetzt bist du frei. Stirb. Nein. 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 Nein! Er hat sie umgebracht. Er hat sie umgebracht. Die Nacht und die Vision stecken Maximilian noch in den Knochen, als er am Nachmittag vor dem Fernseher sitzt und steif auf die flimmernde Mattscheibe starrt. Vision, hatte Chris gesagt. Konnte das wahr sein? Oder verfiel er langsam einen dumpfen, von Albträumen genährten Dämmerschlaf, bei dem die Grenze von Traum und Wirklichkeit langsam verschwindet? Täglich hatte er mit dem geistigen Verfall von Menschen zu tun. Hatte es bei seinen Patienten genauso angefangen? Fängt es gerade an? Diese Fragen gehen Max durch den Kopf, als er aus seinen Gedanken gerissen wird. Nachrichten aktuell. Bauarbeiter fanden auf dem Gelände des Nordsternparks in Gelsenkirchen eine weibliche Leiche. Dabei soll es sich um ein weiteres Opfer des Jägers handeln. Ein Teil der Zeche befindet sich gerade in der Sanierung und ist für Besucher gesperrt. Einzelheiten über Tatort und Identität des Opfers sind bisher nicht bekannt. Ersten Berichten zufolge könnte es sich möglicherweise um die vor 3 Tagen vermisst gemeldete Claudia T. aus Gladbeck handeln. Bundesliga. Das gibt es nicht. Das letzte Spiel. Das muss ich sofort... Ach, wo hab ich's denn? Ah. Kann leider nicht ans Telefon, sprecht mir was auf die Mailbox und ich rufe zurück. Verdammt, die ist wohl immer noch sauer auf mich. Daneben Chris. Ich werd noch verrückt hier. Warum gehen die nicht an das verdammte Handy? Das ist doch alles kein Zufall. Was mache ich denn jetzt? Brackmann, der muss Bescheid wissen. Ja, Brackmann. Maximilian Stark. Hallo, Herr Kommissar. Ich sehe gerade Nachrichten und... Ja, ich weiß. Die Presse hat's mal wieder sehr eilig. Ich versichere Ihnen, sobald wir mehr wissen, werde ich mich bei Ihnen melden. Deshalb rufe ich nicht an. Ist er etwa bei Ihnen aufgetaucht? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Zumindest nicht so. Also ich meine, da waren diese Träume. Ich habe Chris davon erzählt. Er meinte, es wären Visionen. Und ich habe... Herr Stark, noch einmal ganz langsam und keine Panik. Weshalb rufen Sie an? Ich stehe hier gerade etwas unter Stress.
Also nochmal von vorne. Also die Nachrichten, ich meine das Opfer, diese Claudia. Ich habe sie gesehen. Sie kannten das Opfer, Claudia Thiemann? Nein, so meinte ich das nicht. Ich habe sie gesehen, also ich habe davon geträumt. Hallo? Herr Brackmann? Entschuldigen Sie, ich habe verstanden, dass Sie davon geträumt haben. Ich weiß, das klingt irgendwie bescheuert. Herr Stark, mir ist klar, dass Sie viel durchgemacht haben und Ihr Zustand immer noch nicht ganz stabil ist. Wie nicht stabil? Die Presse nervt, wir haben das nächste Opfer und Manning treibt sich immer noch in der Nähe herum. Daher habe ich für Scherze oder Kindereien wirklich keine Zeit. Sie verstehen nicht. Es war nicht einfach nur ein Traum. Mehr so eine Art Vision. Vision, kein Traum. Richtig. Ich habe es am Anfang auch für Albträume gehalten. Aber jetzt ergibt das alles einen Sinn. Herr Stark, noch einmal. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht sind, aber... Nein, Sie verstehen eben nicht. Da war noch mehr. Ich habe mehr gesehen als nur das Opfer. Da war der Nordsternpark, die Herkulesstatue. Dann war da noch ein verlassenes Kellergewölbe oder sowas ähnliches. Und genau da hat er sie ermordet. Und es reicht, Herr Stark. Sie sind immer noch nicht wieder gesund und ich kann Ihnen gerade nicht weiterhelfen. Wie schon gesagt, ich melde mich bei Ihnen, wenn es was Neues gibt. Hallo? Herr Brackmann? Hallo? Der Penner hat aufgelegt. So ein Idiot. Wer ist da? Meine Güte, ich wollte nur schnell zurückrufen. Ach, Chris, Gott sei Dank. Was ist denn los? Ich wollte mich eigentlich gerade hinhauen. Hab heute Nachtdienst. Du wirst es nicht glauben. Wenn du das hörst, flippst du aus. Kannst du mich abholen? Bring auch eine Taschenlampe mit. Abholen? Taschenlampe? Wo willst du denn hin? Zum Tatort. Komm, gib Gas, Mann. Jetzt halt mal die Füße still, ist ja nicht zum Aushalten mit dir. Oh, sorry, Alter. Ich bin noch total aufgedreht. Das ist nicht zu übersehen. Und du hast das echt alles dem Kommissar so einfach durch den Hörer gebrüllt? Was hast du denn erwartet? War vielleicht etwas überhastet, gebe ich ja zu. Etwas überhastet? Der hält dich für völlig irre. Kann schon sein. Was ist mit dir? Hältst du mich auch für total irre? Also nach der Nummer, die du mir da erzählt hast und dann die Leiche im Nordsternpark? Ach, keine Ahnung. Das ist doch kein Zufall. Sag ich ja auch nicht. Aber das ist schon heftig. Sie finden die Leiche genau da, wo du sie in deinem Traum gesehen hast. Und deshalb will ich da auch so schnell wie möglich hin. Was willst du da überhaupt finden? Es wird bald dunkel und die Bullen haben sicherlich noch alles abgesperrt. Keine Ahnung. Werden wir ja noch sehen. Da vorne abbiegen. Da ist ein Parkplatz ganz in der Nähe. Danke für den Hinweis. Ich war ja auch noch nie hier. So, da wären wir. Und was jetzt? Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, ohne die Bullen zu alarmieren. Okay. Die Schaulustigen sind wohl schon nach Hause. Bei der Kälte kein Wunder. Die Presse ist auch nicht mehr zu sehen. Hier gibt es ja auch eigentlich nichts mehr zu sehen. Das wollte ich dich eben schon fragen. Wo steckt eigentlich Bianca? Wollte sie nicht mitkommen? Ach, keine Ahnung. Ich habe es mehrfach versucht, aber sie ist wohl immer noch sauer auf mich, schätze ich. Du hast es echt drauf. Warte mal. Was ist? Hast du was vergessen? Nee, ich dachte nur, da wäre jemand. Die beiden jungen Männer bleiben stehen und schauen sich um. Das wenige Sonnenlicht weicht langsam einer eisigen Dunkelheit und lässt die wuchtigen und illuminierten Zechengebäude imposant, doch auch bedrohlich aussehen. Überall machen sich Schatten breit und fressen sich immer tiefer in die Umgebung. Kein Mensch hat sich hierher verirrt. Max schaut angespannt in die Dunkelheit. Da ist nichts. Da ist niemand. Nicht einmal die Polizei. Die haben die Leiche auch nicht hier gefunden. Komm, wir gehen weiter. Geh du voran. Hast du Schiss? Nee, aber die Treppen sind glatt. Ach, Vollidiot. Nervöse Augen verfolgen die beiden jungen Männer, als sie die Treppe hinaufgehen. Er ist noch einmal zurückgekehrt. Wollte noch einmal diesen Ort besuchen. Sein Auftrag ist noch nicht vollendet. Suchend wandern die Augen umher, tasten die Umgebung ab, bis sie sich wieder an die beiden Freunde heften, die gerade den Vorplatz erreichen. Dann setzt er sich lautlos in Bewegung. Also, was suchen wir hier? Wir rennen schon Minuten durch den Park. Die blöde Taschenlampe gibt auch gleich den Geist auf, fürchte ich. Ich versuche mich zu erinnern, was ich im Traum gesehen habe. Wie läuft das eigentlich ab? Kommen diese Visionen einfach so oder nur, wenn du schläfst? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Bisher hatte ich die Vision immer im Schlaf und in der Nacht. Also nicht so zwischendurch. Wieso fragst du? Die ganze Sache ist ja schon spooky genug. Ich frage mich aber, wenn deine Visionen echt sind. Ich fürchte ja. Naja, ich frage mich eben, ob sie auch gerade passieren oder ob du es erst später siehst. Du meinst zeitversetzt? Ja, genau. Träumst du im Hier und Jetzt oder in der Vergangenheit? Oder träumst du sogar von der Zukunft? Vielleicht bist du Manning schon einen Schritt voraus. Das glaube ich nicht. Es fühlt sich zumindest nicht so an. Aber ich denke, es sind Momente, die gerade oder unmittelbar vorher passiert sind. Was macht dich da so sicher? Sicher bin ich nicht. Aber es ist zum Beispiel auch nach dem Traum, wenn ich in der Nacht die Vision habe. Dann gibt es kurze Zeitsprünge, wie in einem richtigen Traum. Weißt du, was ich meine? Klingt immer noch völlig abgedreht. Hab schon fast eine Gänsehaut. Warte mal. Das kommt mir hier bekannt vor. Ja, hier hat er gestanden. Und da? Ja, genau. Da ist dieser Herkules zu sehen. Mann, ich glaube, mir wird schlecht. Bist du sicher? Hier hat Manning gestanden. Was ist dann passiert? Hier endete der Traum. Wohin er gegangen ist, weiß ich nicht. Er ist aber aus dieser Richtung gekommen, glaube ich. Man sieht von hier aus tatsächlich ein Gebäude und auch die Absperrung. Das ist dann wohl die Baustelle, wo sie die arme Claudia gefunden haben. Nicht auf der Baustelle. Es muss in einem Gewölbe oder Keller gewesen sein. In den Nachrichten haben sie aber etwas anderes berichtet. Kann ja auch sein. Aber da ist sie nicht umgebracht worden. Er muss sie ja irgendwie hier hingebracht haben. Moment mal. Du willst dich jetzt aber nicht auf die Suche nach diesem Irren machen, oder? Wieso nicht? Wenn wir was finden, dann glaubt mir vielleicht der Kommissar. Was willst du denn hier finden? Hey Max, wo willst du denn hin? Max, was willst du in den Büschen? Was sagt man dazu? Was hast du da? Ist das eine Haarspange? Ich denke schon, die lag hier. Ich bin mir sicher, dass Manning hier lang gekommen sein muss. Schau dich doch mal um. Keine Laterne, viel Gestrüpp. Und ich wette, unter dem Gebäude befindet sich das Gewölbe. Mag sein, aber da kommen wir nicht mehr hin. Sieh mal einen Streifenwagen. Die Bullen sind hier also immer noch zugange. Oder bewachen den Tatort. Meinst du, diese Haarspange gehört dem Opfer? Claudia Thiemann? Da ist eine blaue Blüte aufgeklebt. Ja, sicher bin ich mir nicht. Aber irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Der Weg, die Aussicht, einfach alles. Verrückt, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Komm, lass uns von hier verschwinden. Ich will heute auch noch mal ins Bett. Na, ich will es noch einmal bei Bianca zu Hause versuchen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich nehme den Bus. Ist ja nicht weit von hier. Wie du willst. Dann mal los. Kurze Zeit später steht Max vor dem Mehrfamilienhaus und klingelt bei seiner Freundin. Nach einer kleinen Weile und einer Vielzahl von Klingelmanövern öffnet sich ein Fenster. Bianca steht aufgebracht im Fensterrahmen. Du kannst gleich wieder abhauen. Oh, lass mich rein, komm schon. Du hattest deine Chance und die nächste würdest du auch wieder verspielen. Lass uns einfach drüber reden. Mach die Tür auf und lass mich rein. So einfach stellst du dir das vor? Tut mir leid. Im Moment kann ich gern auf dich verzichten. Herrgott, es tut mir doch leid. Komm, lass mich rein. So ein Mist. Hilflos steht Max noch eine Weile da und schaut sprachlos auf das verschlossene Fenster. Dann wendet er sich ab. In seine Gedanken versunken, übersieht er dabei die neugierig glotzenden Augen, die ihn aus dem Schatten der Nacht beobachten. Wie schon zuvor unbemerkt und lautlos. Zufrieden verkleinern sich die Augen zu einem wahnsinnigen Grinsen. Wütend macht sich Maximilian auf den Heimweg. Bianca bedeutet ihm so viel, dennoch ist er nicht in der Lage, es auch genauso auszudrücken. Seine Hände wandern in die Jackentasche und fühlen die blumenverzierte Haarspange. Gehörte sie tatsächlich dem letzten Opfer? Wie sollte es nun weitergehen? Würde ihm der Kommissar Glauben schenken oder macht er sich ein weiteres Mal lächerlich? All diese Fragen schießen ihm durch den Kopf, als er vor seiner Wohnungstür steht und mit gemischten Gefühlen eintritt. Die Lustlosigkeit und die Erschöpfung von den Anstrengungen des Tages treiben ihn zeitig zu Bett, in der Hoffnung auf etwas erholsamen Schlaf. Es ist nach Mitternacht. Maximilian schläft. Wehr dich nicht. Ich will dich retten. Sei still, du wertlose Schlampe. Bleib hier. Du entkommst mir nicht mehr. Ich nehme dich mit zu ihm. Er wird mich nicht aufhalten. Er nicht. Oh fuck. Er hat sich wieder ein Opfer geholt. Ich muss den Kommissar informieren. Ja? Wer ist da? Hier ist Maximilian Stark. Herr Kommissar, er hat es schon wieder getan.
das da? Was hat wer? Herr Kommissar, wachen Sie auf! Manning, er hat wieder zugeschlagen. Herr Stark, es ist verdammt spät. Was wollen Sie? Herrgott, Manning hat sich ein weiteres Opfer geholt. Ist er bei Ihnen aufgetaucht? Nein, ich bin okay. Aber er hat sich wieder eine Frau geschnappt. Sein nächstes Opfer. Woher wissen Sie das? Ich habe es... Ich weiß es einfach. Wollen Sie mir ernsthaft noch einmal dieses Märchen von einer Vision auftischen? Ich kann es beweisen, schätze ich. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich. Es war offensichtlich ein Fehler, Sie so früh aus dem Krankenhaus zu entlassen. Ich lege jetzt auf. Warten Sie, ich kann es wirklich beweisen. Ich habe die Haarspange gefunden. Wiederholen Sie das bitte noch einmal. Was haben Sie gefunden? Die Haarspange. Herr Stark, damit wir das ein für alle mal klären können. Ich biete Ihnen an, mich morgen früh im Kommissariat aufzusuchen. Bringen Sie diese Haarspange mit und ich sehe zu, was sich machen lässt. Sie glauben mir also? Ich biete Ihnen nur meine Hilfe an. Alles Weitere werden wir dann schon sehen. Okay, dann sehen wir uns morgen. Also gleich, meine ich. Schlafen Sie noch etwas. Gute Nacht. Wenn das mal nicht ein großer Fehler war. Herein. Guten Morgen. Ah, Herr Stark. Kommen Sie herein. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Wie Sie wollen. Bitte setzen Sie sich. Gerne. Dankeschön. Gut, Herr Stark. Sie haben also etwas gefunden, was eventuell dem letzten Opfer Claudia Thiemann gehört haben könnte. Darf ich fragen, wo Sie die Haarspange gefunden haben? Warten Sie. Ich habe sie dabei... Hier. Danke. Wenn Sie erlauben, gebe ich das an die Spurensicherung weiter. Sie wissen doch schon, dass es Ihre ist, oder nicht? Sonst wäre ich doch wohl kaum hier. Wissen nein, vermuten ja. Aber Sie haben immer noch nicht meine Frage beantwortet. Wo haben Sie die Haarspange gefunden? Und was mich noch mehr interessiert, warum haben Sie überhaupt gesucht? Was spielt das für eine Rolle? Ich bin hier, damit Sie den nächsten Mord verhindern können. Manning hat bereits sein nächstes Opfer geholt. Ich verstehe nicht, worauf Sie warten. Nur mal langsam, Herr Stark. Ich werde bestimmt nicht gleich mit einer Hundertschaft losziehen, nur weil Sie einen schlechten Traum hatten. Zugegeben, die Haarspange hat mich tatsächlich überrascht. Und den letzten Personenbeschreibungen nach hat Frau Thiemann auch so eine blumenverzierte Haarspange getragen. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Ich habe es gesehen. Was haben Sie gesehen? Sie meinen, Sie haben das nächste Opfer von Manning gesehen? Ja, genau. Das heißt, ich habe die Frau nicht direkt gesehen. Ich konnte sehen, wie Manning sich auf eine Frau stürzt. Sie ging zu Boden und zerschlug dabei einen Spiegel. So einen Wandspiegel. Wissen Sie auch, wo das passiert ist? Nein, das weiß ich leider nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, wann es ungefähr passiert ist. Es müsste kurz vor meinem Anruf bei Ihnen gewesen sein. Das klingt alles sehr fantastisch, Herr Stark. Und ich... Entschuldigen Sie bitte. Ja, Brackmann. Sie haben was? Wo? Und Manning? Okay, ich bin gleich da. Herr Stark, ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Was ist passiert? Haben Sie Manning erwischt? Nein, aber wir haben vielleicht sein nächstes Opfer. Bitte gehen Sie jetzt. Am besten, Sie fahren direkt nach Hause. Aber vielleicht kann ich helfen. Vielleicht kann Nein, das können Sie nicht, Herr Stark. Ich muss los. Und bitte, fahren Sie direkt nach Hause und ruhen Sie sich aus. Ich soll jetzt einfach nach Hause fahren und warten? Das wäre das Beste. Wir kümmern uns darum. Das verspreche ich Ihnen. Aber bitte gehen Sie jetzt. Ach, schon gut. Ich will Sie nicht aufhalten. Viel Erfolg. Nachdenklich verlässt Maximilian das Revier. Ein schauriges Gefühl macht sich in seiner Magengegend breit. Diesmal war die Vision anders gewesen, aber Maximilian kann es noch nicht begreifen, noch nicht verstehen. Was war anders? Mittlerweile ist Kommissar Brackmann am Tatort angekommen. Was hat Maximilian Stark wirklich gesehen? Ist er nur verrückt oder vielleicht doch medial begabt? Im Flur bleibt er stehen und inspiziert die Scherben, die auf dem Boden verteilt liegen. Er hält den Atem an. Sollte Stark am Ende doch recht gehabt haben? Hat er damit etwas zu tun? Ist die Haarspange nur ein Zufall? Ich muss ihn nochmal überprüfen lassen. Untersucht bitte auch die Scherben auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren. Das war bestimmt Manning. Wir wollen aber auf Nummer sicher gehen. Die anderen übernehmen die Zeugenbefragung und gebt eine Suchmeldung raus. Wir müssen Bianca Sperling finden. Hey Max, was machst du denn hier? Wenn die alte Richter dich hier sieht. Ich hab Neuigkeiten für dich, da schnallst du ab. Und deshalb wartest du vor der Anstalt auf mich? Halt dich fest.
Manning hat wieder zugeschlagen. Ist nicht dein Ernst. Woher weißt du das? Aus erster Hand. Ich war heute Morgen bei Brackmann und habe ihm die Haarspange gebracht. Und was? Er wollte dich gleich verhaften? Ach Quatsch, nein. Ich hatte wieder eine Vision. Das musst du mir in Ruhe erzählen. Komm, mein Wagen steht da vorne. Eigentlich war es nicht viel. Und es war auch nicht so wie die anderen Visionen. Irgendetwas war anders. Schwer sich etwas darunter vorzustellen. Was genau war anders? Das ist es ja. Die ganze Sache ist so abgedreht, dass ich mehr den Verstand verliere, als dass ich es erklären könnte. Steig ein, wir fahren zu mir. Der Kommissar hält mich definitiv für einen Totalschaden, schätze ich. Aber die Haarspange war ein Volltreffer. Und was war jetzt mit Manning und der Vision? Alter, ich platze hier gleich vor Neugier. Na, diesmal war es sehr kurz. Ich sah Manning in eine Wohnung stürmen. Die Frau ist ihm erst entkommen und dann hat er sie überwältigt. Dabei ist sein Spiegel zu Bruch gegangen und genau an dieser Stelle bin ich hängen geblieben. Vielleicht eine versteckte Botschaft? Sowas in der Richtung? Nee, eher etwas Bekanntes. Als wenn ich es schon einmal gesehen habe. Naja, den Nordsternpark hast du ja auch schon öfter gesehen. Ach, wenn ich nur etwas mehr Schlaf bekommen würde, könnte ich bestimmt besser drüber nachdenken. Es kommt mir gerade so vor, als würden die Wände zwischen Realität und Traumwelt langsam verschwinden. Kann ich mir vorstellen. Nee, eigentlich kann ich es doch nicht. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich nicht besser noch einmal bei Bianca vorbeischauen sollte. Immerhin ist dieser verrückte Serienkiller in der Gegend aktiv. Eigentlich würde ich dir dringend davon abraten. Deine Romeo- und Julia-Nummer ist ja wohl nach hinten losgegangen, wie du erzählt hattest. In Anbetracht der aktuellen Ereignisse stimme ich dir aber voll und ganz zu. Dann mal los, sie müssen noch auf der Arbeit sein. Doch da hat sich Maximilian geirrt. Von einer Arbeitskollegin erfahren die Freunde, dass Bianca heute nicht zur Arbeit erschienen und unerreichbar ist. Keine Krankmeldung. Nichts. Besorgt machen sich die beiden auf den Weg zu Bianca Sperlings Wohnung. Merkwürdig. Das ist irgendwie so gar nicht ihre Art. Das stimmt. Vielleicht habe ich doch mehr Schaden angerichtet, als ich wollte. Also nicht, dass ich überhaupt Schaden anrichten wollte. Schon gut. Mach dich mal nicht verrückter, als du eh schon bist. Du kannst mich... Au! Ah. Du entkommst mir nicht, Schlampe. Du nicht! Er braucht deine Seele. Ich hab's ihm versprochen. Hilfe! Hier hört dich niemand. Schrei so laut du willst. Lass mich los! Max! Max, was ist los? Um Himmels Willen, was ist los? Es ist Bianca. Er hat Bianca. Was? Wer zum Teufel hat Bianca? Was redest du da? Wir müssen zu ihr, schnell. Manning hat sie. Manning? Du meinst, dieser Irre ist bei ihr? Fahr los, schnell. Sie ist die Nächste. Alles klar, okay. Geht los. Chris rast wie ein Besessener durch die Innenstadt von Gelsenkirchen. Selbst rote Ampeln können ihn nicht stoppen. Die Angst treibt ihn an. Nur eine kurze Weile später hält der alte Opel vor Biancas Wohnung. Maximilian und Chris stürzen auf den Eingang zu und bleiben wie erstarrt auf der ersten Treppenstufe stehen. Herr Stark, was machen Sie denn hier? Woher wussten Sie... Wo ist sie? Wo ist Bianca? Hat er sie geholt? Sagen Sie es mir. Beruhigen Sie sich bitte. Ich will mich nicht beruhigen. Sagen Sie mir, wo Bianca ist. Jetzt. Was ist denn passiert? Schon gut. Kommen Sie mit, wir gehen ein Stück, okay? Jetzt schnall ich das erst. Sie wussten es die ganze Zeit, nicht wahr? Der Anruf bei Ihnen im Büro. Machen Sie mal einen Punkt. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein besorgter Freund, der nur im Weg steht. Das hier ist kein Kindergarten, verdammt nochmal. Sie hätten es mir sagen müssen. Ich muss gar nichts, Herr Stark. Wir stecken mitten in einer sehr komplizierten Ermittlung und ich bin Ihnen alles andere als Rechenschaft schuldig. Natürlich, aber hat Ihnen Max nicht auch geholfen? Immerhin haben Ihre Leute die Haarspange nicht gefunden. Und das hier, hat Max das nicht auch vorausgesagt? Ich weiß nicht, was er vorausgesagt hat. Dass sein Spiegel zu Bruch geht, ist beim Überfall durchaus möglich. Herrgott, der Spiegel. Das war es. Das kam mir die ganze Zeit so bekannt vor. Spiegel? Ich verstehe nicht. Herr Stark erwähnte in seinem Traum oder Vision einen zerbrochenen Spiegel. Dabei fällt mir ein, wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Die Presse hat das noch nicht veröffentlicht. Wenn Sie mir doch endlich zuhören und glauben würden. Ich habe es gesehen. Heute Morgen wussten Sie es aber noch nicht. Ich bin verwirrt. Nein, ich hatte gerade eine Vision und da habe ich Bianca erkannt. Das stimmt, er sagte, Manning hat sie. Und dann sind wir sofort hierher gefahren. Okay, nochmal alles von Anfang an. Was haben Sie genau gesehen? Ach, Sie glauben mir ja doch nicht. Wir verschwenden hier kostbare Zeit. Versuchen Sie es doch einfach mal. Auch wenn es mir schwerfällt. Aber gewisse Überschneidungen kann ich tatsächlich nicht leugnen. Und als Verdächtigen habe ich Sie auch bereits ausgeschlossen. Verdächtig? Ich? Aber selbstverständlich. Ich habe Ihren Standort nach unserem Telefonat heute Nacht überprüfen lassen. Ich musste eben sicher gehen. Sie haben was? Sie schnüffeln mir hinterher? Herr Stark, ich bitte Sie.
Das ist mein Job. Immerhin kennen Sie Details, die Sie eigentlich gar nicht wissen können. Sie finden Dinge, die wir nicht gefunden haben und stehen jetzt hier vor mir. Wie verdächtig ist man da wohl? Ha, das wird ja immer besser. Ja, komm schon, Max. Es geht hier um Bianca. Ja, schon gut. Ich muss mich einen Augenblick sammeln. Was haben Sie gesehen? Es war nicht hier. Die Bilder stammen von einem anderen Ort, glaube ich. Konzentrier dich. Du musst dich erinnern. Ah, ich versuche es doch. Da war... Sie ist ihm entkommen. Da waren kaputte Fenster, ein Bauzaun. Der Raum war groß und hoch. Licht kam durch eine Art Tor. Also in einem Gebäude. Eher oben oder im unteren Teil? Da war nur ein großer hohler Raum. Und ein Turm mit einem Rad. Ein Riesenrad? Ist hier irgendwo eine Kirmes? Und selbst wenn, Manning hätte bestimmt etwas mit weniger Zuschauern gewählt. Wie sah der Raum aus? Gab es Möbel oder Bilder? Nein, er war verlassen, alt und dreckig. Manning hat eine Vorliebe für Zechengelände. Aus unseren Recherchen geht hervor, dass er aus dem Ruhrgebiet stammt. Sein Vater hat als Grubenarbeiter bis in die 50er hier gearbeitet, ist dann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Daher wohl der Bezug zum Bergbau. Ja, da ist was dran, aber Zechen haben wir hier so einige. Wartet mal, da war noch etwas. Ein Schild oder Banner. Was stand drauf? Konnten Sie etwas erkennen? Ich kann mich nicht erinnern. Die Bilder schießen blitzartig in meine Gedanken. Das sind nur Bruchteile von Sekunden. Ein Gebäude, kaputte Fenster, ein Turm mit einem Rad und ein Schild oder Banner. Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Ach, es ging alles so schnell. Auf dem Banner, da stand was drauf. Da stand mit... Verdammt, mit was? Warten Sie einen Moment, ich muss zu den Kollegen zurück. Ich glaube, die haben etwas in der Wohnung gefunden. Ich bin gleich wieder da. Wir haben es gleich. Jetzt warten Sie doch. Bleiben Sie einfach hier und warten Sie auf mich. Ich komme gleich zurück. Ach, was stand da drauf? Was stand da drauf? Erinner dich, Max. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Da war ein E. Warte mal, ein E und ein Förderturm. E und ein Förderturm. Ja, logisch, ein Turm mit einem Rad. Förderturm. E. Davon gibt es hier aber auch einige. Was stand auf dem Schild? Ein E, ein W. Ein W war auch noch da. Okay, Förderturm, ein Schild mit einem E. Und was noch? E, W, E, war, E, war. E, war, Zeche Ewald. Das hast du gesehen, die Zeche Ewald in Herten. Ewald, da müssen wir hin. Wo ist denn der Kommissar? Der wollte gleich wiederkommen. Er meinte, sie hätten vielleicht eine Spur. Wo steckt der denn? Ich kann ihn hier nicht sehen. Der ist gleich wieder da. Der ist wieder ins Haus zurückgegangen. Ach, der glaubt uns doch kein Wort. Und wenn sie eine Spur haben, werden die Bullen bestimmt keine Zeit mehr für uns haben. Da bin ich mir nicht so sicher. Jeder Hinweis könnte ihnen helfen. Ich kann hier nicht herumstehen und warten. Wir müssen los, bevor es zu spät ist. Chris, lass uns hier abhauen. Bergmann kommt nicht zurück. Und dann willst du dir den Kerl alleine schnappen, überwältigen und der Polizei übergeben? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Max, das ist ein Serienkiller. Und wir hatten den in der Anstalt zu dritt schon kaum unter Kontrolle. Dann mache ich es eben alleine. Max, warte doch. Lass uns doch mal drüber reden. Max! Chris rennt seinem Freund hinterher, doch Max lässt sich nicht mehr von seinem Vorhaben abbringen. Angespannt sitzen die beiden wenig später im Auto und führen die rasante Fahrt fort. In einem bewaldeten Gebiet ist die Zeche Ewald zu Hause. Umgeben von Autobahn und einem See ragt ein gigantischer Förderturm über einer riesigen Industrieanlage empor. Wuchtig und stark. Genauso wie Albert Manning, schießt es Maximilian durch den Kopf. Nervös und voller Tatendrang hastet er mit einem protestierenden Christian Wendt im Schlepptau auf das leere Zechengelände zu. Ach, es wird schon langsam dunkel. Und wir sind nicht sicher, wo Manning Bianca festhält. Und sie lebt, Max. Und Punkt. Du hast recht. Und ich hoffe, ich habe nicht falsch gelegen. Da vorne, das müsste der Turm sein, den ich gesehen habe. Wir hätten auf den Kommissar warten sollen. Wenn du richtig liegst, wäre er eine große Hilfe gewesen. Der Turm ist übrigens ein Malakow-Turm. Das war früher eine Art Gebäude um den Förderturm herum, um die enormen Zugkräfte auszugleichen. Jetzt nerv ihn nicht rum und lass mich mit deinem Heimatkunde quatschen in Ruhe. Wir können den Kommissar immer noch anrufen, wenn wir wissen, wo Bianca ist. So ein Scheiß. Der Klassiker. Kein Empfang. Bei mir auch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Währenddessen an der Wohnung von Bianca Sperling. Herr Stark?
Wo sind die beiden denn jetzt hin? Hey, hat jemand von euch Herrn Stark oder seinen Kumpel gesehen? Verdammt, wenn die auf eigene Faust unterwegs sind, flippe ich aus. Was mache ich denn jetzt? Leute, ich brauche die Adressen von allen umliegenden Zechengeländen in Gelsenkirchen und angrenzenden Städten. Ich fürchte, wir haben es hier mit zwei Glücksrittern zu tun. Da sind wir. Von hier aus haben wir einen guten Blick auf den Turm. Ich halte das immer noch für keine gute Idee. Und hier ist auch keine Menschenseele. Das Gelände ist so groß, wer sollte hier was mitbekommen? Und wenn wir noch einmal beim Kommissar? Jede Minute kann die letzte für Bianca sein. Na, schon gut. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum du dieses Mal mitten am Tag eine Vision hattest? Ich meine, du hast mir erzählt, die Visionen kämen nur in der Nacht, wenn du schläfst. Keine Ahnung. Vielleicht, weil Bianca meine Freundin ist. Vielleicht, weil Manning besonders wütend war. Oder vielleicht kommen die Visionen einfach, wann sie kommen. Ich kann es dir nicht sagen. Das glaubt uns alles doch wirklich kein Mensch. Ganz genau. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Sonst ist es für Bianca zu spät. Kannst du was erkennen? Scheint alles verlassen zu sein. Hier ist irgendwie niemand zu sehen. Die Eingänge sind mit Zäunen versperrt. Unser Serienkiller hat ein Gespür für dramatische Orte. Das muss man ihm lassen. Er scheint sich in der Gegend wirklich auszukennen. Ach, ich kann nicht länger warten. Wir suchen uns einen Eingang. Oh Mann, das ist doch verrückt. Du kannst ja auch hier bleiben, wenn du Schiss hast. Und wie? Aber hängen lassen kann ich dich und Bianca auch nicht. Dann komm. Wir müssen irgendwie durch den Zaun ins Innere kommen. Aber leise. Lautlos schleichen die beiden Freunde im Schutz der hereinbrechenden Dunkelheit über das Gelände. Angst und Panik zerren an den Nerven. An dem Malakow-Turm angekommen, späht Maximilian durch das zersplitterte Holz in das Innere. Wo einst mächtige Fördermaschinen in diesem Bauwerk untergebracht waren, ist jetzt nur noch die Hülle aus meterdicken Mauerwerk übrig. Der mit Kies aufgefüllte Schacht bildet einen begehbaren Boden. Sonst scheint das Gebäude leer zu sein. Wie sieht es da drinnen aus? Es ist stockfinster und ich kann bei der Dämmerung kaum etwas sehen. Zu hören ist auch nichts. Glaubst du, wir haben uns geirrt? Auf keinen Fall. Ich kann von hier nur nicht alles einsehen. Wir schleichen einfach auf die andere Seite. Wir müssen doch völlig bescheuert sein. Der Typ hat Bärenkräfte und wir haben nichts als unsere bloßen Hände. Es muss vielleicht gar nicht zum Kampf kommen. Wir müssen nur Bianca befreien. Das wird ja immer besser. Ist das der ganze Plan? Psst. Wir müssen doch irgendwie da reinkommen. Leise, verdammt. Ach, shit, ich hab gegen die Flasche getreten. Sei doch mal still. Ich hab was gehört. Oh Mann, ich mach mir hier gleich in die Hose. Da ist nichts. Weiter. Um die Ecke. Da können wir vielleicht etwas mehr sehen. Und? Kannst du mehr sehen? Da ist ein Spalt. Warte mal. Doch, da ist was. Bianca? Keine Ahnung. Könnte auch Gerümpel oder ein Stuhl sein. Es bewegt sich auf jeden Fall nicht. Oh shit! Mach das Ding aus! Ja, ja! Ausgerechnet jetzt. Was war das? Hast du das gehört? Nein, ich... Hab ich euch! Oh scheiße, Chris, lauf! Ihr entkommt mir nicht. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Lass mich los! Lass mich! Friss das, du Bastard! Oh scheiße! Du hältst mich nicht auf. Mit einem Wutschrei stürzt sich Manning auf Maximilian, doch der weicht in letzter Sekunde aus, verliert jedoch das Gleichgewicht. Chris eilt zu Hilfe und wirft sich auf den Angreifer, der ihn mühelos mit einer Hand abwehrt. Währenddessen kommt Maximilian wieder auf die Beine. Seine Angst überwindend, hechtet er auf Manning zu und versucht ihm das Messer zu entreißen. Du Narr, was glaubst du, wer du bist? Wie willst du mich aufhalten? Mit einem wuchtigen Hieb schleudert er Maximilian gegen den Zaun. Das morsche Holz zersplittert, als Maximilian durch die Bretter kracht. Chris sieht seine Chance und greift nach der immer noch am Boden liegenden Flasche. Mit aller Kraft zielt er auf den kahlen Schädel des Serienkillers und schlägt zu. Du, ich werde dich töten. Nein, Max, Hilfe! In panischer Angst jagt Chris davon und stolpert in die Dunkelheit. Manning ist ihm dicht auf den Fersen. Maximilian bleibt allein im Inneren des Turms zurück. Benommen und flach atmend versucht er auf die Beine zu kommen. Sein Kopf hämmert und seine Beine zittern. Er stützt sich an dem Mauerwerk ab und holt tief Luft. Dann sieht er, wen er die ganze Zeit gesucht hat. Auf einem Stuhl gefesselt, mit einem alten Lumpen im Mund, Bianca, seine Freundin. Chris, Chris, ich hab sie gefunden! Chris! Ach, verdammt, wo sind die hin? Ich muss mich beeilen. Bianca, ich bin es. Ich hol dich hier raus. Oh. Was?
diese verdammten Fesseln. So, jetzt. Bianca, komm. Ja, er holt mich. Was ist mit dir? Bianca, sag doch was. Bianca? Ach, deine Augen. Was ist mit dir? Wir müssen hier weg. Komm schon. Sie geht nirgendwo hin. Und du auch nicht. Manning, du wahnsinniger Bastard. Wenn du uns nicht durchlässt, dann... Du kleiner Wicht. Du kannst mich nicht aufhalten und du kannst ihn nicht aufhalten. Sie muss sterben und du wirst es auch. Du Geisteskranker, lass uns in Ruhe. Albert Manning kommt bedrohlich näher und näher. Das Jagdmesser in seiner Hand bereit zum tödlichen Stoß. Schritt für Schritt drängt er Maximilian, der seine unter Schock stehende Freundin in den Arm hält, immer weiter in die Ecke. Maximilians Blicke wandern hektisch im Raum umher. Keine Fluchtmöglichkeit. Mit dem Rücken an der Wand erkennt er, dass es eine wahnwitzige Idee gewesen war und sie alle mit dem Leben dafür bezahlen müssen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich euch. Sterbt! Was zum Teufel? Herr Stark, sind Sie das? Kommissar Brattmann? Ja, wir sind hier. Los Leute, Tatort absichern. Sind Sie verletzt? Geht's Ihnen gut? Wie haben Sie uns... Also ich meine, wieso? Ausschlussverfahren. Es kamen nicht viele Zechen in Frage und Zech Ewald war eben die zweite Adresse. Wir hatten ganz schönes Glück. Glück? Was ist mit Ihrer Freundin, Frau Sperling? Was ist... Bianca, geht es nicht gut. Ihre Augen, sie sehen so merkwürdig aus. Wir kümmern uns darum. Und der Freund, Herr Wendt, wo ist er? Er konnte entkommen, aber Manning hat ihn verfolgt. Mehr weiß ich nicht. Das kriegen wir alles geregelt, Herr Stark. Kommen Sie erst einmal mit. Wir bringen Sie in Sicherheit. Ah, Sicherheit. Hier entlang. Meine Leute bringen ihre Freundin in ein Krankenhaus. Wir kümmern uns darum. Okay. Chris? Chris? Da ist Chris! Herr Stark, bleiben Sie hier! Mensch, Junge, was ist los? Chris, wach doch auf. Es ist vorbei. Chris? Chris? Doch Chris wird nicht mehr aufwachen. Am Fuße des gigantischen Förderturms, nicht weit von dem Malakow-Turm entfernt, liegt er regungslos am Boden. Die Augen aufgerissen, die Arme schlaff herunterhängend. Der Kopf liegt unnatürlich auf der Seite und dunkle Flüssigkeit durchnässt seine Kleidung. Zwei Polizisten eilen herbei und legen eine Decke über den leblosen Körper. Er ist tot. Maximilian begreift. Chris ist tot. Er ist ihm doch nicht entkommen. Kommen Sie, Herr Stark. Sie und Ihre Freundin sind jetzt in Sicherheit. Lassen Sie uns unsere Arbeit machen. Wir bringen Sie hier weg. Ja. In Sicherheit. Ich weiß, das kann Ihren Schmerz nicht lindern. Aber ich glaube Ihnen, Herr Stark. Alles, was Sie mir erzählt haben. Ich glaube Ihnen. Jetzt glauben Sie mir? Jetzt? Sie haben recht. Es hilft gar nichts. Einige Wochen sind vergangen, als Maximilian am Grab seines Freundes Chris steht. Die Visionen über Manning hörten schlagartig auf, doch sie wurden durch andere Albträume ersetzt und ließen ihn keineswegs besser schlafen oder zur Ruhe kommen. Mit Tränen in den Augen gehen ihm die furchtbaren Ereignisse noch einmal durch den Kopf. Sein Freund wurde von dieser menschlichen Bestie hingerichtet. Seine Freundin befindet sich immer noch im selben katatonischen Zustand und die Ärzte sehen keine Besserung in nächster Zeit. Bedeutet das verrückt sein? Fängt es so an? Fühlt es sich immer so an? Ist er selbst auch verrückt? Alles, was ihm wichtig war, wurde ihm genommen. Gerade als er sich umdrehen und gehen will, schießt es ihm wie ein Blitz durch den Kopf. Du warst ein böser Junge. Weißt du, was mit bösen Jungen passiert? Nein? Dann sage ich es dir. Sie müssen alle... hängen. Nein, 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 nein.